Der letzte Vorhang ist gefallen, der letzte Abspann gelaufen und der rote Teppich ist wieder aufgerollt. Doch auch wenn die 74. Berlinale nun offiziell vorbei ist und alle gold- und silbernen Bären verteilt sind, das Filmfestival macht weiter von sich reden. Denn einseitig israelkritische Äußerungen bei der Preisverleihung am Wochenende sorgen seit dem Galaabend am Samstag für Kritik und geben der Diskussion Nährboden, die nicht erst seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg intensiv geführt wird. Hat die deutsche Kunst- und Kulturlandschaft generell, vielleicht sogar strukturell, da ein Problem mit anti-israelischer Stimmung oder gar Antisemitismus? Tom Garus. Plötzlich wurden sie nur noch zu Nebendarstellern. Die begehrten Bären der Berlinale traten beinahe in den Hintergrund, als eine politisch einseitige pro-palästinensische Rede die nächste jagte. Ob mit Botschaften wie Waffenstillstand jetzt auf dem Rücken einer Jurorin bis zu Wortmeldungen, die Israel Apartheid und Völkermord vorwerfen. Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende Menschen in Gaza gerade von Israel massakriert werden. Sagt Basil Adra, dessen Dokumentarfilm No Other Land über radikale israelische Siedler im Westjordanland mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wird. Oder Regisseur Ben Russell im Palästinensertuch. Natürlich stehen wir auf für Waffenstillstand und gegen den Genozid. Unter Applaus und unwidersprochen bezichtigt er Israel des Völkermordes. Kein Eingreifen und damit auch keine Einordnung von Seiten der Berlinale-Leitung, die sich zu Beginn des Abends noch um Objektivität bemüht und an den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel erinnert hatte. Wir fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen und wir fordern Israel dazu auf, alles erdenklich Mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Doch das sei viel zu wenig gewesen, so Kritiker. Die mit öffentlichen Geldern geförderte Berlinale sende ein einseitiges Bild in die Welt. Dann muss man als Organisator einer solchen Veranstaltung auch darauf vorbereitet sein, dass es unter Umständen mal einen Einordnungsbedarf gibt oder einen Platz geben muss für einen Widerspruch von sehr einseitigen Sichtweisen, damit nicht das Missverständnis auftreten kann. Das sei die Botschaft der Veranstaltung. Die Berlinale sieht die Schuld auch mit zwei Tagen Abstand nicht bei sich, wenngleich sie sich auch differenziertere Äußerungen gewünscht hätte. Es gab eine Richtlinie, dass antisemitische Hetze oder auch gegen das Existenzrecht vom Staat Israel in Frage stellenden Bemerkungen oder Anmerkungen nicht toleriert werden sollten. Aber solche Verstöße habe es nicht gegeben, so die Berlinale. Israels Botschafter und andere sprechen indes von antisemitischen Äußerungen. Dagegen wiederum wehren sich Kunstschaffende. Dass man immer wieder beobachtet, wie die Perspektiven, die in weiten Teilen der Welt als sehr unkontrovers gelten, zum Beispiel die Einforderung eines Waffenstillstands, hier als antisemitisch diffamiert werden. Antisemitisch waren die Äußerungen für den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank auch nicht, aber eindeutig anti-israelisch. Er rät zur Gelassenheit. In der Kunst- und Kulturlandschaft verstehen sich viele Leute als radikal, als links. Und dazu gehört oft auch eine radikale Position, eine Vereinfachung. Und solange das in der Kunst- und Kulturszene anti-israelische Haltung ein Konsens abbildet oder nahezu Konsens anbilden, werden immer wieder solche Debatten erleben. Kulturstaatsministerin Claudia Roth fordert nun Aufklärung. Und dazu begrüße ich jetzt den Kultursenator von Berlin, Joe Ciallo von der CDU. Guten Abend, Herr Ciallo. Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin. Sie waren am Samstagabend ja auch bei der Preisgala mit im Saal. Wie haben Sie die umstrittenen Äußerungen auf der Veranstaltung erlebt? Ja, es war tatsächlich eine in Teilen belastende Situation. Warum? Weil antisemitische, anti-israelische Äußerungen unwidersprochen geblieben sind, weil eine Bühne geboten würde für eine wirklich einseitige Darstellung der aktuellen Verhältnisse. Und gerade in der Kulturlandschaft, in der viele, die dort waren, sich hätten solidarisieren müssen mit den Opfern des Festivalmassakers, das völlig ausgeblieben ist, in irgendeiner Form zu kontextualisieren. Insofern war das tatsächlich ein Problem. Und es gab ja auch viel Applaus für die so einseitig israelfeindlichen Aussagen. Wie sehr hat Sie das überrascht? Das hat mich überhaupt nicht überrascht.
die zum Teil selbstgerechten Äußerungen. Wir haben das ja schon erlebt bei der Documenta 15. Wir haben das erlebt an der FU in Berlin. Wir haben das erlebt am Hamburger Bahnhof, als eine Hannah Arendt-Lesung unterbrochen worden ist. Wir haben das erlebt, als ein Student, Shapira mit Namen, in Berlin-Mitte zusammengeschlagen worden ist. Wir erleben Antisemitismus in seiner schlimmsten Form immer mehr. Die Taten, die Zahlen steigen. Und das ist extremst besorgniserregend. Das ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und wir müssen endlich handeln. Aber es geht ja um das Publikum, das da so reagiert hat. Was hätten Sie sich denn als Reaktion auf der Bühne und im Publikum gewünscht? Wir reden ja jetzt nicht von den Tätern. Naja gut, wir haben natürlich in der Kulturszene schon ein, insbesondere bei solchen Ereignissen, durchaus ein Publikum, was vielleicht nicht ganz divers ist, wie man es selber gerne sehe, wo nicht alle unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema repräsentiert sind, sondern wo sich Gleichgesinnte treffen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Dinge unwidersprochen bleiben, dass verschiedene Meinungen auch nicht zur Geltung kommen, sondern eine einseitige Meinung. Und in diesem Fall war das eine anti-israelische und eine antisemitische Meinung, die zum Teil auch, wie ich persönlich finde, in Ausdruck gefunden hat durch das Tragen von Palästinensertüchern, ein Stück weit auch Gratismut in so einer Situation, sich zu positionieren, wenn man bedenkt, wo man eigentlich ist, nämlich in Berlin, eine geschichtsträchtige Stadt mit einer Verantwortung, historischen Verantwortung, die uns gemahnt, nie zu vergessen, was passiert ist und was letztlich auch zur Gründung des Staates Israel geführt hat, 19 Kilometer vom Veranstaltungsort. Die Berliner Leitung dagegen betont aber, sie teile manche Aussagen nicht, die da gefallen sind, aber solange die sich im rechtlichen Rahmen hielten, müsse man die akzeptieren. Sehen Sie das nicht auch so? Sehen Sie, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte heute in ihrem Statement gesagt, dass sie Gespräche führen wird mit der neuen Berlinale Leitung, um das, was passiert ist, aufzuarbeiten. Genauso hat sich eben unser regierender Bürgermeister hier in Berlin, Kai Wegner, positioniert. Und ich denke, das ist genau das Richtige. Das, was dort vorgefallen ist, hat die Gemüter nicht umsonst erregt. Das war Antisemitismus und dafür darf es in Berlin, darf es hier keinen Platz geben, darf es nirgendwo Platz geben. Nun ist dieser Beifall bei der Berlinale, der da stattgefunden hat am Samstag, für Sie also ein weiterer Beleg für diesen Vorwurf, der ja auch mitschwingt bei der Debatte. Die deutsche Kunst- und Kulturszene, Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen, aber der sei in weiten Teilen anti-israelisch oder gar antisemitisch. Sehen Sie das belegt dann? Wissen Sie, ich würde nicht pauschalieren. Wir haben dieses Thema und wir haben auch dieses Problem, aber es gibt auch viele Kulturinstitutionen, die sich dagegen stemmen, die Programme fahren, Dialogformate fahren und die dagegen ankämpfen. Und auch auf die müssen wir schauen. Von meinem Hause aus habe ich jetzt ein Dialogformat eröffnet, bei dem ich jetzt ab kommender Woche mit allen Institutionen ins Gespräch kommen möchte. Wir arbeiten senatsübergreifend an einer rechtlichen Regelung, an einer Klausel, damit diejenigen vom Steuerzahler kein Geld bekommen, die eben antisemitisch sind, aber auch sonst sich diskriminierend verhalten. Insofern sind wir alle gefordert, als Bürgerinnen und Bürger dagegen anzugehen und endlich zu realisieren, dass der Antisemitismus, dass das, was im Bundestag auch seinerzeit beschlossen wurde, Stichwort BDS, dass wir uns mal eingehender damit beschäftigen müssen und den Kampf jetzt mal endlich aufnehmen sollten. Denn das, was jetzt passiert, ist ansonsten ein Tolerieren von Verhältnissen, die immer schlimmer werden. Ungeachtet dessen, erlauben Sie mir noch kurz diesen Halbsatz, ist es natürlich furchtbar, was im Gazastreifen passiert. Und das erkennen wir auch an. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, dass diejenigen, die sich auf die Bühne stellen und dafür den Heldenmut beweisen, vielleicht auch mal darüber nachdenken könnten, was im Südsudan passiert, wo eine fünfstellige Zahl von Menschen umgekommen sind und mehr als 7 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Was in Jemen passiert. Also es ist schon erstaunlich, dass immer nur ein Konflikt verabsolutiert wird, aber nicht auf die gesamten Konflikte, wo andere Menschen auch eine Stimme bräuchten, die auf sie zeigen. Und weil die Berlinale ja kein Einzelfall ist, Sie haben eben die Documenta-Kontroverse auch nochmal angesprochen. Darüber hinaus, was muss da noch passieren, damit wir nicht immer wieder in regelmäßigen Abständen diese Debatte führen müssen, die wir gerade führen? Wir müssen anerkennen, dass wir ein Antisemitismusproblem haben. Und wir müssen endlich aufhören, so zu tun, als wäre es nicht da. Und das ist das Problem, was meines Erachtens vorherrscht. Und dazu braucht es auf der einen Seite Dialog, auf der anderen Seite klare gesetzliche Regelungen.
Und ich bin der Meinung, wenn wir uns dem stellen, und zwar nicht nur auf Landesebene, sondern bundesweit, das zu einem Thema machen, dann werden wir schon sehr bald Veränderungen sehen. Und vor allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass die finanziellen Mittel der Steuerzahler nicht denen zugutekommen, die demokratiezersetzend unterwegs sind. Sagt der Kultursenator von Berlin, Herr Cialo. Ich danke Ihnen für das Gespräch.